So, ihr Lieben, wir gehen weiter ein bisschen mit unserem Freund Asaf, der uns einen sehr nachdenklichen und wichtigen Psalm, ein Gebet hinterlassen hat. Und mittendrin in einem der Verse, als er so am Überlegen ist, warum geht es denn einen so gut und die halt sich um Gott nicht kümmern und den Menschen, die halt ehrlich sind und warum haben die oft so viele Probleme, da taucht dieser Satz auf, diese Frage auf. Sieht Gott eigentlich, was vor sich geht? Kriegt Gott eigentlich mit, was passiert? Ich würde am liebsten natürlich schnell drüber hinweggehen und weitergehen. So Vers 17, ab Vers 17 kommt diese Änderung ja rein. Er kriegt eine neue Sichtweise. Und dann kommt er zu seinem Glaubensbekenntnis. Ich halte fest an dir. Und trotzdem, diese Frage beschäftigt mich. Kriegt Gott alles mit? Wenn ich jetzt zu einem Menschen rede, der halt lange Zeit dabei ist und schon viele Jahre, Jahrzehnte glaubt, dann würdest du sofort abnicken und sagen, klar Martin, das weiß doch jeder, das weiß man doch, das gehört doch zu unserem Glauben dazu, Gott sieht alles. Und ja, das glaube ich auch. Das ist jetzt für mich kein Zweifel, dass ich denke, naja, vielleicht passiert da ja doch was hinter seinem Rücken. Und dann hat das vielleicht auch mit mir zu tun und dann kriegt er das nicht mit. Ich weiß, dass da nichts hinter Gottes Rücken passiert. Und im Tiefsten weißt du das vielleicht auch. Oder wahrscheinlich. Aber dennoch hat man ja oft wirklich das Gefühl, kriegt er das wirklich mit? Ist er so sehr beschäftigt mit all den Dingen? Oder ist das immer nur dieses große Bild, dass alles da irgendwie reinpassen muss, dass er diese kleinen Dinge, die ja den Alltag ausmachen, meinen Arbeitsablauf, meine Ehekrise, mein Desaster, meine Krankheit und all diese Dinge, kriegt der allmächtige Gott das mit? Ist das irgendwo in diesem großen Bild nur drin oder sieht er mich? Und das hat mit Glauben und Vertrauen zu tun. Denn wenn ich diesen Gedanken zulasse und wenn halt das Gefühl da ist, er kriegt es nicht mit. Oder er kriegt es zwar mit vielleicht, aber reagiert ja gar nicht mehr. Dann setzt sich bei mir Zweifel ein. Und dann ist es ja ähnlich wie Johannes im Gefängnis, vielleicht erinnert ihr euch an ihn, der ja auch mit großem Elan gestartet ist und gesagt, jetzt geht das Reich Gottes los und es gehört in meine Familie hinein, in meinen Großcousin. Und dann passiert hier ja nichts und dann sitzt er im Knast und kommt mit diesen Fragen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und diese Fragen zu einem Gebet zu machen, zu einem Dialog mit Gott. Ich habe euch ja gesagt, wir dürfen sehr ehrlich mit Gott reden. Da, wo wir ihn als Gott ernst nehmen und respektieren, wo wir ihn eben nicht wie einen dummen Schuljungen behandeln und ihm alles Mögliche vorwerfen, sondern wo wir wirklich ernsthaft mit ihm reden, können wir ihm all diese Fragen sagen. Gott, siehst du mich wirklich? Warum muss ich so lange sitzen? David, der ja auch viele Psalme geschrieben hat, hat das ständig gefragt. Er war im Dialog mit seiner Seele. Jung, was ist los mit dir? Warum betrübst du dich? Bist du da falsch aufgestanden? Was ist los? Also Dialog mit seiner eigenen Seele, aber auch ganz oft im Dialog mit diesem Gott. Und David hatte natürlich einen Respekt vor Gott und er wusste, wer dieser Gott war, der Gott der Väter. Und trotzdem klagt er, wenn Dinge nicht passieren, wie lange noch? Und aus der Grube stöhne ich, rufe ich zu dir. Und nicht jeder Psalm endet auch mit einem Lobpreis. Also da war ich in der Grube und hinterher war ich wieder raus, Halleluja. Sondern manche Sachen bleiben auch einfach offen stehen. Weil auch er in seinen 40 Jahren Königszeit sehr vieles erleben musste. Und nicht alles hat sich aufgelöst. Wenn wir an seine Familie denken und an das Desaster seiner Kinder. Also ich möchte dir heute Mut machen, im Gespräch mit Gott zu bleiben. Dass du das nicht abbrichst. Ich höre oft so diesen Satz, ich kann nicht mehr beten.
ich weiß nicht, ob es nicht oft auch, ich will nicht mehr beten oder ich will mich dem nicht mehr stellen. Dann ist das schon sehr, sehr tief in dich hineingegangen. Ich mache dir Mut, bleib in dem Gespräch mit Gott. Bleib dran. Und wenn du, guck jetzt noch nicht zu Asaf, wie sein Ende war oder beziehungsweise wie der Psalm zu Ende geht, sondern wirklich in dem Augenblick sieht der Herr mich. Und wie kann aus diesem theoretischen Überzeugtsein, Wissen wieder dieses Glaubensbekenntnis sein? Gott sieht mich. Du bist El Roi. Du bist der Gott, der mich sieht. Das hat damals eine Sklavin in der Wüste gesagt, als sie verstoßen war und kurz vorm Tod war, eben sie und ihrem Sohn. Und sie hat das ausgesprochen. Du bist der Gott, der mich sieht. Egal wie deine Wüstenzeit gerade aussieht. Das möchte ich dir zusprechen. Auch für dein Wochenende, für deine Lebenssituation. Und wenn du Lust hast, geht's am Montag weiter mit sturmerprobtem Glauben anhand eines Mannes namens Asaf. Gott segne dich, wünsche dir ein tolles Wochenende.